Ich befürchte, wenn wir das gleich richtig drehen, dann ist ja gleich Halligalli am Start. Denn es ist nicht wichtig, wo oben die Teile hin zeigen, sondern hier unten ist eine Spitze, wie ihr sehen könnt. Oder? Ja, direkt am äußeren Rad. Ah ja, ja. Die muss natürlich auf dem Wolf stehen. Dann befürchte ich, dass hinter uns das Tor aufgehen wird und da werden ein paar Wölfe rausspringen. Okay. Ja, mach mal. Dreht sich das mit? Doch, ja, ja doch, das dreht sich mit. Oh, und jetzt ist nämlich zu. Ach da. Und Berry. Jetzt kommt. Oh, der steht bei euch. Oh, oh, wow. Aha. Warte ich eine halbe ewig, dass meine Hyäne endlich fertig wird? Und mich wieder so verschmeißen sich mit denen und Bären. Ja. Und auch eine Hyäne. Ach, hier sind zwei Säbelzähne. Oh, hier ist ein mächtiger Säbelzahn fertig. Auch ein mächtiger? Ja, ein mächtiger, ein normaler. Big Nash oder was? Nee. Das ist der mächtige? Das ist der mächtige. Big Nash. Wo denn? Wo ist er denn? Hier. Hat schon jetzt 2300 HP. Die müssen anders... Oh ja, die haben ein bisschen gecheckt, ja. Ja. Sag mal die Werte. 1800. Werte? Also hier, ja, Werte musst du mal aufmachen. Inventar? Info. Werte, ja. Das ist auch nur normaler Bär. Rein optisch schon ein Unterschied hier. Ja. Stärke 2, Vitalität 10, Überleben 2. Attributbonus 17% Nahkampfschaden. Der sieht ja auch gut aus. Big Nashi, ich guck mal rein. Oh ja. Ist doch ein toter Hund rum, warum eigentlich? Alter, 3,5, 3,3. Yep, Level 1. Nice. Ja, der Säbelzahn hier, 1800, der mächtige. Okay. Der dicke Bär da immer noch drin, ja. Das soll ich alle wissen hier. Sieger auch. Hey. Aber kriegt er nicht auch irgendwie Gesundheit mehr dazu oder bleibt er die ganze Zeit bei dem Gesundheit mit? Nee, der kriegt bei jedem Level kriegt er, bei jedem Level kriegt er. Ja, ist doch kein, er ist doch ein aufgestiegen. Also er hat in 4 Leveln hat der Bär jetzt hier 1000. Von Stufe 2 zu 3 war jetzt kein Unterschied. Och, das ist komisch. So. Das haben wir noch nicht entdeckt da drüben, ne, das Gebäude da. Nee, das ist das Schwarze da, wo die Werwölfe rumrennen. Ah ja, das ist das. Der Turm da, der kleine? Mhm. Da war ich vorhin auch mal. Aber ich hab mich nicht so richtig reingetraut. Mein Getreuer ist aufgestiegen. Von 2-2 ist er jetzt auf. Er ist immer noch bei 2-2. Vielleicht gibt's nur alle paar Level ein bisschen Gesundheit dazu. Und nicht drei. Bei jedem Level. Jenen, die Pfiffi hat dich kaputt gespielt. Da war ich da oben und da kam Bosswolf. Das war... Das war's dann. Okay, ich bin durch. Ich bin bekannt vor. Spitzhacke ist im Arsch. Ist da noch Metall, ja? Mhm. Vorne sind nochmal 3 Blöcke, aber dann so langsam hier wieder abseilen. Die Öfen hier draußen sind gleich voll. Die sind gleich voll. Okay. Ist jetzt eigentlich mal übertrieben, oder? Nein, aber nicht. Naja, bei dem, was wir an Stahl nochmal brauchen und verstärkten Stahl und an so einem Gedöns ist das, glaube ich. Wenn das alleine Stahl umwandelt, hast du nicht mehr viel. Stimmt wohl. Kannst ja durch 4 teilen, was davon überbleibt. 5. 5 sogar, siehst du? Ja, dann lass uns hier kurz ins Dings nochmal reingucken hier. In den Dings da. Ihr wisst, was ich meine. Nein. In die Höhle da. Du weißt ja nicht, wie groß das Ding ist. Ja, ja, eben. Hey, wo ist die Höhle? Wo war die Höhle eigentlich? Treffen hier draußen. Wo draußen? An den Fluss. Okay. Schwert und Knäsch. Das hat er nicht getroffen. Voll daneben. Ja, den musst du aber noch ein bisschen. Jetzt greift er einen Baum an. Alter, voll gut.
mächtiger Bär sein, aber vielleicht auch nur mächtig blöde. Nicht die hellste Leuchte hier. Gleich ist halt ein Baum drin. Ja. Sag mal. Leschi, das Kroko. Lass dich doch mal angreifen oder greif das Kroko an. Ja. Hab ich schon. Ach, da leuchtet's schon. Oh, ja. Oh. Wäre natürlich auch das bei uns um die Ecke nehmen können, ne? Aber wir mussten erstmal den halben Wald laufen, um hier hinzulaufen. Ja, ja. Gibt's da noch eins bei uns um die Ecke? Ja. Ja. Ach, bisher konnte ich nur das hier. Achso, das da oben, was da war. Ah, alles klar, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, wo ist die Güte? Ah, okay, ja. Hier, da müssen wir aber gleich mal hier das schwarze Eis aber nächstes Mal mitnehmen. Ja, auf dem Rückweg. Auf dem Rückweg. Okay. Los, dann rein. Der Bär mit, ja, ne? Das ist die Frage. Wenn du reingehst, bist du ja mit. Theoretisch, ja. Was ist mit der Leuchtessenz? Was macht man damit? Oh ja. Die ist für spezielle Rezepte, kann ich dir jetzt aus dem Kopf nicht sagen. Okay. Kann ich also nicht von. Also brauchen tun wir sie ja. Allein schon für Waschpaste, um die scheiß Kriegsbemalung runterzuwaschen. Die ist doch weg. Die ist doch schon wieder weg. Achso, ja gut. Die hält doch immer so ein paar Stunden. Oh. Oh. Also der Bär greift alles an, was nicht bei 3 wegspringt. Was so klug ist. Es wird interessant. Da rechts ist irgendwas. Bei meiner Tür steht. Ein Werwolf? Das ist, ein Werwolf, ja, ja. Hier ist so dunkel. Morgen. Keine Fackel. Ich, nee, hab ich auch nicht mehr dabei. Bär greift an, ich glaube hier ein bisschen hinter. Ah, das kannst du vergessen, ich brauche eine Fackel. Ja, schade, ist ein Werwolf. Echt, wie dunkel ist denn bei dir? Ziemlich dunkel. Sieht aus. Jetzt? Bei mir ist recht hell. Hat einer eine Fackel? Nee, ne? Nein. Nee. Aber dass es bei dir so dunkel ist, ich kann hier wunderbar gucken. Ja, ich kann es auch sehen, aber für die Aufnahme ist es zu finster. Ja, die macht es nochmal dunkler anders. Ja. So. Jetzt sich nach wie vor das Kamera hoch. Warten. Da hinten ist ein Werwolf, ich kann ihn anschießen. Nein, war da unten? Ach da? Getroffen. Jetzt. Ah, oh, locker. Wie? Du hast aber Blut geschmiert. Oh, das sind mehrere. Oh. Welche? 4. So, mehr. Scheiße. Ja. Halten wir aber auch nicht aus. Die sind schnell mal weggelegt. Okay. Der hier hat ein bisschen alchemistische Grundsubstanz dabei. Müssen wir ins Inventar gucken. Haben guck mal, der droppt auch Sachen hier. Was? Hab's so abgetauscht. Oh. Verwittertes Altarium. Das ist einfach liegen geblieben. Ah. Warte mal ab. Ja, wahrscheinlich, weil das im Inventar hatte und dann hast du ihn abgebaut und hat das fallen lassen. Mhm. Rechts oder links? Hier gehst du nur geradeaus, oder? Nee. Ja. Achso, hier hinter der Tür. Ja, so. Hinter der Tür. Dann links. Okay. Links. Ah, hier ist eine leuchtende Kugel. Da hinten kommt ja, noch der Wolf. Ist jetzt hier nicht viel, was hier ist. Es geht nur in beide Richtungen ein bisschen. Bär, was ist denn los mit dir? Drücke E zum Interagieren. Soll ich mal interagieren mit dem Hebel? Wo denn? Klar. Warte doch mal. Zu spät. Jetzt hab ich was denn da? Dann kannst du umschalten auf Wolf. Ja. Mit Talim. Aber sonst auf nix, oder was? Weiß nicht, du kannst nur auf Wolf stellen. Wolf. Vielleicht muss man auf der anderen Seite auch noch einen Hebel umstellen, oder? Könnte sein. Ja. Ist ja denn hier irgendwas? Ja, trinken kannst du das Wasser schon mal nicht. Ja. Was ist denn hier links? Hier geht's ja noch weiter. Erstmal wieder Richtung Mitte. Ja, hier hinten muss auch noch mal was umstellen, weil ich denke mal, das Tor wird sicherlich öffnen. Ja. Ein Werwolf ist hier noch. Oh. Schlecht hab ich. Er hat sogar Stöckchen im Inventar.
Wenn ich vorhin noch einer Pfeile, Steine, dann nehme ich mir noch ein paar Pfeile. Nee, Steine auch nicht. Spannend hier. So, ist irgendwie das Tor hier auf. Naja, gibt nochmal 30 Pfeile. Ist Tor offen? Nö. Nee. Aufmachen wir nie. Klopfen bringt auch nichts. Kommt mal hier nochmal, wo wir eben gerade waren bei dem Rad. Kommt mal hier. Was, beim ersten? Nee, beim zweiten. So. Ich befürchte, wenn wir das gleich richtig drehen, dann ist ja gleich Halligalli am Start. Denn es ist nicht wichtig, wo oben die Teile hin zeigen, sondern hier unten ist eine Spitze, wie ihr sehen könnt. Oder? Ja, direkt am äußeren Rad. Ah ja, ja. Die muss natürlich auf dem Wolf stehen. Dann befürchte ich, dass hinter uns das Tor aufgehen wird und da werden ein paar Wölfe rausspringen. Okay. Ja, mach mal. Dreht sich das mit? Ach, ja, doch, das dreht sich mit. Boom, jetzt ist nämlich zu. Ach, da. Und Bärin. Jetzt kommen. Oh, der ist für euch. Oh, oh, oh. Männer. Alter, du kennst ja richtig aus. Naja. Hast du sowas schon mal gespielt jetzt? Naja. Das war einer. Der kommt aus jedem Dings einer raus. Ja, jo, ziemlich groß hier. Da hinten, das sieht mir noch ein etwas größerem Mal wohl. Das ist auch ein normaler. Macht der wäscht sich gerade die Füße oder was? Der wäscht sich gerade die Füße. Seine Hände unschuld. Aber hier ist ein Hebel. Gehebelt. Oh, hier ist eine fette Truhe. Ist auch eine Truhe. Ja gut. Räumt zu leer. Was Sinnvolles wären sie drin? Diverse Sachen. Elixier der Vitalität kenne ich nicht. Klauen. Eisenbarren. Stein. Knochenmehl. Bauternützliche Sachen. 10 rote Schildläuse. Die brauchte man für irgendwas. Stimmt, Farbe wahrscheinlich. Habt ihr an dem Hebel schon rumgezogen? Ja, ja, ja. Haben wir schon. Aber dann du musst mal das mal, dass wir bei dem ersten Hebel das gleiche nochmal machen müssen. Ja. Dann, ne? Selbstverständlich. Nee, du war Floki. Aber warte mal, bis alle hier sind jetzt. Sonst gleich die Tür zu. Ja, Moment. So. Dreht wer? Ich drehe mal. Ja, jetzt. Ah, zwei. Uff, oh mein. Wollen Bären mit Bärwolf verwechseln? Durch den Bären an, da verliert man immer so. Ja, ist auch ein mächtiger Bär. Ja. Ist noch ein anderer Hebel. Aber jetzt ziehen müsste aber die Tür aufgehen, oder? Okay. Ich wollte gerade sagen, nicht da drauf laufen, das ist irgendein Druckschalter, aber. Ja. Hatten die Tür aufgemacht. Ja, zieh mal am Hebel, geht ja nicht anders. Zieh mal. Ja. Dreh mal, drück mal. Oh, oh. Ich höre was, aber ich sehe nichts. Ja, auch, ich guck mich um. In der Mitte da vielleicht? Ich schätze mal, dass vorne die Haupttür aufgegangen ist. Hm? Hier. Verwittetes Altarium, 6 Stück. Ja, ich habe auch ein paar bekommen. Ich auch. Hier, die Tür ist aufgegangen. Ja. Hey, die soll doch auf. Ja. Noch ein Hebel. Welche? Oh, wer hat die Tür? Die große wahrscheinlich, ne? Kommt eine da runter. da rechts und links sind auch Hebel. Oh, ja. Ah, nee, schieß mal gegen den Pfeil. Ah, ja, stimmt. Nee. Okay. Dann wohl doch hopsen. Rüberhüpfen. Jo. Also, er ist so da. Das glaube ich ja auch nicht. Kann mit dem Bär nicht hüpfen. Einer muss von euch das machen. Das ist schwer beladen, glaube ich. Oh, ihr Jammerlappen. Da kommt jetzt was hoch. Ah ja. Anderen auch. Das muss ich hier drüben mal rüberhüpfen, jo. Gas da unten ist wahrscheinlich nicht so gesund, denke ich mal, ne? Ja. Das könnte gut sein, ja. Eine Brücke jetzt wahrscheinlich, oder?
Nee, die Tür geht auf. Der Bär. Du kannst den Bär, der kommt doch zu dir hin teleportiert dann. Echt jetzt? Ja, ja. Oh, ich bin runtergefallen. Du kannst doch wieder hochkommen. Hinten ist eine Leiter, die geht hoch. Runtergefallen. Hab ich gesehen, ich nehme mich auch. Und ja, Leiter geht. Große Leiter? Ist giftig, ja. Kneift's in der Nase? Ja. Ach, da. Ach, scheiße, warum bin ich denn da abgestürzt? Kann nicht wahr sein. Was habe ich? Hunger und Durst habe ich im Moment. Durst habe ich auch relativ viel. Ich hoffe, der Sack gereicht. Da schleicht ein Werwolf rum hinter der Tür. Sehe ich von hier. So. Oh, da kommt er auch schon. Oh, Bärchen. Ey! Da ist mehr drauf. Ich habe mich erstmal die Grube geschmissen, Arsch. Richtig schön mit dem Bauchklatscher da unten reingefallen. Hat er dabei? Ja, war nur ein bisschen Knochenmehl. War immerhin. Ehrlich, wer denkt sich solche Häuser aus? Ist doch cool, ich find's großartig. Immer wieder eine Zugetür. Muss mal aufs Klo, Moment, ich muss erst 30 Kilometer laufen und 20 Hebel aufmachen, bevor ich raus kann. Hier ist eine Truhe. Ich glaube, hier will keiner raus. Alle da? Müssen hier hoch, oder? Ja, wir müssen links hoch. Ja. The fuck, ey. What the fuck, ey. Hier stellt sich's auf. Mitten im Laufen steht mir ein Bärenarsch. Ich kann nicht weiterlaufen, der scheiß Bärenarsch ist mir im Weg. Halt mal deinen Bären unter Kontrolle hier. Ich so. Mach gar nichts. Das ist so ein Gewölbe. Falls ihr nicht auch, dann wär's ja runtergekommen. Oh. Kann man nicht hochklettern. Ja, ich dachte schon, wer ist denn das? Der Bärenarsch. Geh mal auf die Dings. Oh, hier sind ein paar mehr. Mindestens drei sehe ich. Oh, Bär geht vor. Okay, Bär geht vor. Was ist denn? Der Bär geht vor. Aua! Ich wollte mein Schild anmachen, ich hab's gar nicht ausgeklappt. Der nächste. Was ist denn hier für eine Truhe drin? Geht nicht, die zum Öffnen brauchen. Ah. Ah, vielleicht so wie der Dietrich, den ich machte. Könnte hier sein. Geht's ins nächste. War hier nicht noch einer? So, hab ich den schon weggemacht. Wir werden ihn schon finden. Jetzt weiter. Nur hier sagt's, bringt das. Oben drüber geht's auch lang, ne? Hast du gesehen? Das ist das Tor, was hier verschlossen war, weißt du, wo wir im Außen rum sind. Okay. Da oben, da kommen wir noch nicht durch. Ich vermute mal, dass wir lang müssen. In Absicht. Eine Stufe bin ich aufgestiegen. Der hat was im Inventar. Nimm ich mir. Also ich stecke in deinem blöden Bären fest. Ich bin schon froh, dass wir nur einen mitgenommen haben. Ja. Ich stell mir vor, so fünf Bären hier. Ja, geht. Jeder fünf, genau. Wollen wir erstmal unten machen? Bevor wir ja, lass erstmal unten machen. Bei. Okay. Komm. Also, der wird schon auch kein Problem mehr für uns. Na, die kriegen wir gut weg. Ach, richtig. Jetzt gehen wir runter, ne? Also hier rechts, glaube ich, überlebst du das nicht, wenn du da runterfällst. Oh, ich fall nicht. Ich glaube, hier ist ein Werwolf ist ja noch. Aua. Gold. Was hier. So. Was weggeschliffen. Alter, aus. Wetter nicht möglich. Oh, okay. Oh, zur Ecke. Aua. Ja,
Noch so ein Kristall hier. Okay. Echt drin verlaufen langsam. Mhm. Ja, definitiv. Na gut, viele Abzweigungen hatten wir noch nicht, ne? Wirklich. Nur die eine nach oben halt zu zeigen. Ja. Stimmt, das geht ja nur noch. Was ist der denn jetzt Feindes dabei? Ein Nachschubmaterial. Achtung! Mehr Schubstreifen, ja, stimmt. Verladen. Muss mal was in den Esch reinstopfen. Liegt schon genug Fell drin. Oh, scheiß Fell weg. Was? Nein. Wird doch alles verstärkt. Ich hab noch mehr Fell. Das ist was, was uns so schön ist. Metallbarren. Ein Teil ist jetzt hochgegangen und ein Teil nach rechts. Wie? Es geht nach rechts? Nee, gar nicht. Hm? Nee. Ja, irgendwo von euch soll nach rechts. Am von rechts. Nur rechts geguckt. Also. Hier geht's hoch. Nach rechts. Bitte. Oh, hier, da sind wir einmal über die Brücke, einmal rumgelaufen. Das heißt, wir müssten vielleicht auch mal gucken, was da hinten ist, wo die Treppen hochgehen. Wir müssen doch wieder raus. Wir können also auf dem Rückweg nochmal gucken. Ja. Vielleicht. Was gibt's denn auf den Treppen hier? Jetzt geht's immer nach oben, rechts und links. Hier geht's allerdings auch geradeaus lang, ne? Ja, müssen wir die Tür aufmachen. Ja, Moment. Kurz gut. Ja, da kannst du nur gucken. Nee, da vielleicht erstmal nicht. Das ist der Boss, wa? Ja, sieht so aus. Macht das die Tür wieder zu, oder was? Ach, da ist steht er, ja. Steht da. Hier kannst du von hier oben mit Fallen erledigen. Von hier unten auch. Ach, kann man hoch auch? Ja, hier unten, ja. Das sind ja worüber Leiter auch so. Worüber schießen kannst, mag ich ein bisschen zu bezweifeln. Nee, das glaube ich eigentlich auch nicht. Das wäre ein bisschen zu billig, oder? Dann werde ich mich mal kurz aufheilen ein bisschen. Und dann prügeln wir uns mit dem Klappstuhl da. Achso, da geht's dann, ist halt nur ein kurzer nach Ausgang wieder, ne? Deswegen kann man da die, wenn wir da jetzt wieder raus oder was? Ach, hinter uns, ja genau, da können wir dann wieder raus. Den oder wollen wir, doch erst mal zurück. Wollen wir doch erstmal unten gucken. Nö, nee, lass uns den ablaschen hier. Ja, das ist ein bisschen. Sind wir soweit? Los! Heile! Feuer! Ich bin sehr gespannt. Feuert mal rein. Drei. Oh, der hat drei. Aber. Verliert er. Ah, aber das ist scheiße. Müssen nur ein bisschen aufpassen. Bleib doch mal hier, wo will er denn hin, der Idiot? Zum letzten Pfeilschießer will er hin. Hm. Ja, das geht aber. Ach, der ist so easy hinüber an euch. Ich bin auch mit easy hinüber. What? Zack. Alter. Wer ist in deine Luft geflogen? Ich hab mal einen ordentlichen Abflug gemacht. Ah, der loot ich mal. Nix dabei gehabt. Gar nix? Arme Tropf. Weiß was nicht, ein bisschen was hat er dabei? Abgründiges Fleisch. Abgründig. Ehrlich. Ja. Das ist oh, das ist bei manchen Sachen gut zum. Ein Fleisch. Hier gibt's noch so einen Button. Aber warte mal, lass mal kurz erst umgucken. Sonst hier, warte, ich schätze mal, das Ding hier fährt rein. Oder raus. Ist es nicht irgendwie Brüder oder irgendwie sowas? Oder Zwillinge? Irgendwie sowas? Ja. Zwillingshöhle? Oder Wolf? Bruderschaft? Zwillingsbrüder. Da sollten wir dann auf der gleichen Seite sein, wenn das hier irgendwie rausfährt, oder? Ja, lass beide hier sein. Wo ist hier? Da, wo es davor oft, da wo der. Obwohl, nee, das wird zurückgehen, oder? Aber nicht, dass wir da irgendwie getrennt werden dann, ne? Also, wir gehen alle Richtung Nash. Ich jetzt geh drauf. Steht Nash auch in der Mitte. Ah, es fährt zurück. Das zieht sich zurück. Okay. So, jetzt mal. Geht's tiefer rein. Müssen nur nicht vergessen, was? Ja, eine Abzweigung nochmal zu nehmen. Oh. Ja. Kommt hier der dicke Loot oder was? Kommt der dicke. Hoppe. Der dicke Todesschwadron, der uns bei alle. Genau in der Mitte so ein Altar, das ist immer nichts Gutes. Uns allen die Falken glatt zieht. Schon wieder so eine versperrte Kiste. Ja, hier kommt man dran. Oh, ich hab E gedrückt. Ich hab das Siegel der Wolfsmenschen. Wo ist der Bär? Wo ist der Bär? Jonas Mutter. Da spricht einer. Okay, okay. Eine komische Stimme zu mir. Ich hab einen kleinen Screen, doch? Ja. Okay. Aber da man nichts versteht. Liranata Klamila Balasas.
Lilobin, Bratran Solas, Rolandamiren. Lidomonek Melena, Taisdi Laraminas. Lassar von Sabant. Isintamon Mare Gramma. Nimm einen. Lass Lintianana. Exilisch ist nicht so gut. Knochen. Ja, ich hab's gesehen. Was war denn in der Truhe alles drin hier? Geier. Das Siegel der Wolfsmenschen. Ja? Ja. Okay. Das ist so das Wichtigste, glaube ich. Siegel der Wolfsmenschen. Ein bisschen Graulotusblüte, Färbemittel. Wofür könnte das sein, wenn ich mal so fange? Ne, ich denke mal, da brauchen wir noch das Siegel der Schlangenmenschen und das Siegel der Vogelmenschen oder sowas, wenn er das hier alles erzählt hat gerade. Wahrscheinlich, nur mit Geflügelten oder irgendwas. Schlangen. Und dann am Ende muss man irgendwas mit den ganzen Siegeln aufmachen. Oder wir können mit dem Siegel auch die Truhe plündern. Das kommt auch. Ah, hier kannst du das Gewölbe verlassen. Hier geht's tatsächlich raus. Nein, das wollen wir ja nicht. Das wollen wir noch nicht. Warum nicht? Ganz kurz hier eine Abzweigung da checken. Okay, das ist ja wieder bei der Truhe unten. Dann kann ich gleich mal gucken, ob wir die doch vielleicht aufkriegen. Weil denn hier alles gelootet? Ja. Ich habe gar nichts gelootet. Nee, ich auch nicht. Mich hier ums Wissen gekümmert, während ihr euch wieder die Taschen vollgestopft habt. In unermesslicher Gier. Aber so kennt man euch ja. Also, was erwarte ich denn? Was sagen, bitte. Was anderes wird auch eine Enttäuschung für dich. Ja. Dann würdest du dich auch beschweren. Warum habt ihr denn nichts gelootet? Also, mal ganz ehrlich, hier so ein Dungeon hier ist schon mal ein bisschen was anderes, wie so eine Höhle bei Ark, oder? Ich finde die immer sehr, sehr geil. Ja. Ja, weil du auch manchmal so ein kleines Rätsel an Punkten lösen musst. Ne? Aber hier ist jetzt nichts. Hier auf der anderen Seite habe ich schon gestanden. Ja, solange die Rätsel nicht überwiegen. Bei manchen Spielen ist das ja furchtbar. Wenn du dauernd irgendwas knobeln musst. Also gibt es hier wirklich nur noch diese eine verschlossene Truhe und dann war's das. Und die eine, hier, wo es die Treppe hochgeht. War das hier ja, schon? Das ist hier schon, ja. Ich stehe dann auf der anderen Seite davon. Was? Das ist beim Ausgang. Achso, da geht's auch noch hoch, ja. Ja. Siehst du? Da steht er. Ach, oh ja. Was? Ich guck mal, ob ich die Truhe aufkriege mit dem Siegel vielleicht. Oh, glaub ich ja nicht. Ne, ich glaube, wir haben irgendwo einen Schlüssel übersehen. Denke ich mal. Ja, oder den Dietrich, den ich mal gefunden hatte, ne? Ja, das kann ja, auch aber sein. Das kann ja nicht die Voraussetzung dafür sein, oder? Ja, das wird schon, da wird werden ein paar Schätze drin sein. Nichts Spielentscheidendes. Echt ein Schlüssel. Hat nicht letztens einen Schlüssel gefunden? Hat ja, was gesagt? Dietrich, habe ich doch jetzt schon zum dritten Mal gesagt. Ja, ne? Ja, ja. Das waren vier. Ich hatte ja bei dem einen hatte ich Nachschubmaterialien. Hält verschiedene Grundmaterialien. Da wird aber kein Schlüssel drin sein, oder? Oder soll ich das jetzt aufreißen? Nö. Ich denke mal, wenn du einen Schlüssel... Wenn man also Schlüssel ist das eine Kiste oder was? Oder? Weiß nicht, sieht aus wie so ein Paket. Wo seid ihr denn jetzt alle? Ich bin jetzt raus. Jo. Hinten also raus. So auch vorne raus, sozusagen. Der gleiche so. Ausgang. Dann hätten wir doch auch mal den anderen nehmen können, um zu gucken, wo wir da rauskommen. Ja, dann mach doch mal. Ich geh erstmal wieder hier runter. Habe ich vorhin auch gemacht. Wahrscheinlich kommen sie hier rechts raus, guck mal. Beide. Dann, bei uns um der Ecke von der Base haben wir ja gleich das andere Gewölbe. Da können wir an dem Mist auch nochmal reingucken. Ja, das stimmt. Ja, auf jeden Fall. Na gut, dann sammle ich hier meine Bettrolle ausnahmsweise mal wieder ein. Wir dann wiederfinden. Ja. Das ist das gleiche Ausgang. Ja, ah, okay. Also dann erstmal kurz zur Base leer machen oder was? Definitiv, ich bin voll. Ich nicht. Ich auch nicht. Aber habe ich schon die Hälfte schon beim Bären reingestopft. Satt im grünen Bereich. Wie geil war das denn bitte? Unser erstes älteren Gewölbe, die Höhle der Wolfsbrüder. Das hat mal richtig Laune gemacht. Finde ich super. Und
ich bin schon sehr gespannt aufs nächste. Da werden wir noch das ein oder andere abfahren. Aber für diese Folge machen wir jetzt erstmal Schluss. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auf der Isle of Zipta wieder mit dabei. Hat es euch gefallen, lasst gerne einen Daumen da oder auch ein Abo, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis denne. Ciao.